die passen immer auf uns auf. Und dann drücken die auf einen Knopf, da ist ein Schlüssel drauf und dann können die Eltern reingehen und die Kinder abholen. Was müssen wir anziehen, wenn wir rausgehen? Dann sagen die uns Matschusse-Gummistiefel. Martina oder bei Birgit, in der Gruppe oder bei Antje, wie Jürgen und so. Ja, Jürgen ist nämlich ein Mann. Kinder sind einzigartig und kreativ. Sie wollen die Welt begreifen. Sie wollen in einer ihnen vertrauten Umgebung heranwachsen und sich wohlfühlen. Sie wollen Neues entdecken. Vor allem wollen sie eins. Sie wollen dazugehören und mit dabei sein. Die individuellen Entwicklungsbedürfnisse der Kinder zu achten und Bedingungen für ein chancengerechtes Aufwachsen für alle Kinder zu schaffen, darin liegt der Auftrag der Kindertageseinrichtungen der AWO am Mittelrhein. Also die AWO am Mittelrhein besteht aus 7 Kreisverbänden, einem Regionalverband und selbstverständlich dem Bezirksverband Mittelrhein e.V. Wir sind anerkannter Träger der Freien Jugendhilfe und verantwortlich für mehr als 170 Kindertageseinrichtungen, in denen wir ein bedarfsgerechtes, breit gefächertes Angebot für Kinder aufrechterhalten und uns an der Lebenswelt der Kinder und der Eltern natürlich orientieren. Wir sind in vielen Kommunen Träger von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen und das seit vielen Jahren. Wir sind zuverlässig, kompetent in der Steuerung, Verwaltung und Organisation dieser Kindertageseinrichtungen. Unsere Arbeit und unser sozialpädagogisches Handeln ist darauf ausgerichtet, allen Kindern das Recht auf Bildung zu ermöglichen, die Bildungschancen von Kindern zu verbessern. Dafür engagieren wir uns tagtäglich. In Kindertageseinrichtungen kommen Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und sozialen Umwelten zusammen. Sie bringen vielfältige Erfahrungen und Begabungen mit. Dass Kinder miteinander und voneinander lernen können, ist ein wesentlicher Aspekt unserer pädagogischen Arbeit. Die Gestaltung kindlicher Bildungsprozesse stellt hohe Ansprüche an die fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deshalb legen wir großen Wert auf fachlich gut ausgebildetes Personal. Durch gezielte Fort- und Weiterbildung sowie die Unterstützung durch Fachberatung fördern wir die Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität in den Einrichtungen der AWO am Mittelrhein. Zudem ist Qualitätssicherung ein erklärtes Ziel der AWO-Einrichtungen am Mittelrhein. Mehr als 74 Kindertageseinrichtungen der AWO am Mittelrhein sind QM-zertifiziert. Zahlreiche Einrichtungen sind als Familienzentrum und mit weiteren Zertifikaten, beispielsweise für ihr Engagement im Bereich Bewegung, Sprache und der naturwissenschaftlich-mathematischen Bildung ausgezeichnet. Die AWO am Mittelrhein. Kinder, die groß rauskommen. Kinder bilden sich vom ersten Tag an, denn sie sind motiviert hinzuzulernen, zu wachsen, größer zu werden. Die Fachkräfte in den Kitas der AWO am Mittelrhein begleiten und unterstützen die Kinder auf ihrem Weg in die Welt. Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist es, vielfältige und anregungsreiche Bildungsmöglichkeiten zu schaffen. In unserem Bildungsauftrag berücksichtigen wir neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die Bildungsvereinbarungen des Landes Nordrhein-Westfalen und die pädagogischen Leitlinien der AWO. Dabei wird das pädagogische Personal von Fachbereichsleitungen begleitet und beraten. Die Steuerung der fachlichen Qualität ist Kernaufgabe. Wir in der AWO am Mittelrhein verstehen uns als lernende Institution. In allen unseren Kreisverbänden arbeiten erfahrene Fachberatungen, die die Qualität in den Kitas steuern. Das heißt, wir übernehmen Verantwortung für die Pädagogik in unseren Kitas. Wir stellen Geld zur Verfügung, Zeit zur Verfügung, damit die Kolleginnen auch die Bedarfe, die in den Kindergärten sich zeigen, auch wirklich decken können. Kinder unter 3 Jahren, Migrantenkinder oder Kinder mit hohem Förderbedarf. Jedes Kind hat eigene Bedürfnisse und jedes Kind hat Stärken. Dies alles gilt es zu erkennen und zu fördern.
Wir haben uns unter anderem dafür entschieden, mit der videounterstützenden Entwicklungsmethode Mathemeo zu arbeiten, haben über 100 Mitarbeiter, die ausgebildet sind, und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es wirkt Richtung Kinder und es wirkt in der Stärkung der Kompetenz der Erziehung. Und als zweites arbeiten wir sehr intensiv mit Lerngeschichten. Auch da geht es wieder ganz konkret darum, was tut das Kind ganz aktuell, was ist sein spezieller eigener Weg und wie können wir ihn dabei unterstützen und das mit dem Kind auch gemeinsam sichtbar machen. Unser pädagogisches Handeln folgt dem Leitsatz Erziehung nicht ohne Beziehung und Bildung nicht ohne Bindung. Die AWO am Mittelrhein zielt darauf ab, dass die Kinder in unseren Kindertageseinrichtungen mit ihren Ideen und Gedanken willkommen geheißen werden und sich da zu selbstbewussten jungen Menschen entwickeln dürfen. Wir begleiten die Kinder auf dem Weg ins Leben. Die wertschätzende Haltung der Fachkraft gepaart mit der geeigneten Methode, das ist der Mix, der eine gute Elementarpädagogik ausmacht und die Kinder über sich hinauswachsen und groß rauskommen lässt. Also wir haben erstmal eine gemeinsame Trägerkonzeption, in der viele Ziele und Standards festgelegt werden, die verpflichtend sind für alle Kitas. Diese Trägerkonzeption wird jährlich überprüft von den Fachberaterinnen und auch weiterentwickelt. Und die werden dann ergänzt um die einrichtungsspezifischen Schwerpunkte und Ausrichtungen. Kita ist nicht gleich Kita. Und deshalb hat die AWO am Mittelrhein ein vielfältiges Bildungs- und Betreuungsangebot. Wir haben Waldkindergärten. Wir haben Kitas, die sich aufgemacht haben zur Zertifizierung Bewegungskindergarten. Wir haben bilinguale Kitas, Englisch-Deutsch, Deutsch-Französisch. Kitas, die mit dem Schwerpunkt Hochbegabtenförderung arbeiten. Wir haben integrative Kitas und inklusive Kitas und Familienzentren. Die AWO am Mittelrhein steht für Vielfalt und Qualität in der Kindertagesbetreuung. Die AWO am Mittelrhein lässt Kinder groß rauskommen. Kinder sind das Wertvollste, was Eltern haben. Deshalb wollen sie gut aufgehoben, versorgt und gefördert wissen. Wir haben Eltern aus Kitas der AWO am Mittelrhein gefragt, welche Erfahrungen sie in ihren Kitas gemacht haben. Er hat sich besonders im Bereich der Selbstständigkeit sehr gut entwickelt, was ja jetzt auch in meiner Situation sehr hilfreich ist. Generell, die Sprache ist viel besser geworden. Das Besondere an den Kindergarten ist einfach der Platz an sich, die Größe des Kindergartens, wie die Kinder sich auch hier entfalten können, in den Außengelände und auch in den Gruppen selber. Ich muss sagen, die Tür- und Angelgespräche funktionieren hier sehr gut. Also wenn man immer Probleme hat, man kann immer kommen. Die haben immer ein offenes Ohr für einen. Und ja, auch die Kinder selber, wenn da was ist, das ist immer ganz klasse. Also ich würde sagen, was uns sehr entgegenkommt, wir sind beide berufstätig. Ich arbeite auch im Schichtdienst und die, sag ich mal, Mitarbeiter hier sind sehr flexibel, was auch teilweise Abholzeiten betrifft. Also da kommen wir sehr gut zurande mit. Möchten Sie mehr erfahren über das Bildungs- und Betreuungsangebot der AWO am Mittelrhein? Dann nutzen Sie bitte eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten. Wir freuen uns über Ihr Interesse.